So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und wir kommen jetzt zu Titanfall 2, der neuen Live-Fire-Map Verkehr. Und die Map spielt zwischen einer Autobahnbrücke und es gibt nur zwei Wege, links und rechts durch, und die sind wirklich ziemlich gefährlich, denn ihr seht hier, ich muss hier übers Auto drüber und dann ist hier innen die Flagge und auf der anderen Seite sind dann natürlich die Gegner. Und wie ihr gerade gesehen habt, der Holo-Pilot ist hier in der Map auch nicht schlecht, denn da kann man die Gegner gut täuschen. Und ich schaue hier gerade, ob ich irgendwie da hochlaufen kann und rüber und so. Aber es ist nicht so, hat nicht ganz so funktioniert. Und die Map ist auf jeden Fall sehr cool gemacht, aber die ist auch ziemlich heftig. Denn man hat, wie gesagt, nur links und rechts die zwei Wege. Und wenn man da durchgeht, ist man natürlich in der Schusslinie der Gegner und viele gehen dann zum Beispiel auf den Kran, wo ich gerade hingeguckt habe, bevor wir gewonnen haben, gehen dann dort in Deckung und snipern. Aber ja, die Map ist wirklich sehr cool. Ich habe sie jetzt zwei, dreimal gespielt und die macht richtig, richtig Spaß. Ich habe natürlich immer das Impulsmesser dabei, denn bei Livefire zählt jeder sichtbare Gegner und das hilft einem dann, die Runde besser zu bestreiten eben. Und ich habe dann noch den Kartenhack dabei. Bumm, der hat erstmal den Fuß ins Gesicht bekommen. Und der Kartenhack ist natürlich super, falls man kurz vorm Sterben ist, macht man den schnell an oder so. Und dann hat man halt noch für die Gegner hier jetzt zum Beispiel, ja, wie ich schon gesagt habe, ich bin gestorben, aber der Kartenhack ist an. Und so können unsere Leute den Typen auf der Karte sehen und können dann gewinnen. Bei Livefire ist es aber so, dass man natürlich den Kartenhack nur immer einmal pro Runde hat oder halt eben nur in der Runde. Man kann den nicht behalten, also wenn ihr ihn habt, dann setzt ihn auch ein, denn sonst geht er verloren. Der ist immer nur für eine Runde da und bleibt auch nicht verfügbar, wenn man ihn behält. Also solltet ihr ihn auf jeden Fall immer einsetzen. Und ja, beim Impulsmesser sollte man natürlich immer schauen, dass man den so wirft, dass die Gegner auch markiert werden. Und der hat es leider überlebt, den habe ich nicht richtig erwischt. Und als Granaten habe ich dann noch diese Elektrogranaten dabei, die die Gegner ein bisschen so schwächen oder halt zumindest so aufhalten. Und die Map ist auf jeden Fall sehr nice. Man kann da natürlich verschiedene Dinge ausprobieren, ne? Viele haben ja den Holo-Pilot dabei oder eben die Phase, wo man sich dann so teleportiert. Phasenverlagerung. Und ja, das macht wirklich riesen Spaß. Livefire ist halt immer so, manchmal kriegt man voll auf die Schnauze, sage ich jetzt mal, und manchmal, da hat man ein super Team und dann läuft alles super. Aber ist auf jeden Fall ein Modus, der immer wieder mal Spaß macht, so für zwischendurch. Natürlich ist mein Lieblingsmodus verstärkter Hardpoint, aber der Modus ist wirklich cool und ich finde es super, dass sie den Modus komplett neu eingeführt haben ins Spiel. Und dennoch aber immer wieder neue Karten dazu bringen und den Modus dadurch halt erweitern und eben noch mehr Karten dazu machen, damit es auch nicht langweilig wird. Und das finde ich wirklich super. Und die Holo-Piloten, die Leute hier im Einsetzen, da wurde ich ganz schön oft verarscht. Also man ist im Eifer des Gefechts ist man da gar nicht darauf vorbereitet, dass dann halt dann eben mal so ein Holo-Pilot vorbeigelaufen kommt und das gar nicht ein richtiger Gegner ist. Also das ist wirklich krass und das ist in dem Modus auf jeden Fall hilfreich. Also das hilft wirklich und kann man schon mal einsetzen auf jeden Fall. Ja, ansonsten habe ich noch nicht viele andere Dinge ausprobiert in Livefire. Ich spiele da noch mit der R201, denn man braucht hier wirklich eigentlich eine schnelle Waffe, die schnell schießt, denn der Modus ist auch einer der schnellsten Modi. Also hier kann man nach 30 Sekunden tot sein und da hilft es halt, wenn man schnell schießende Waffen hat. Und der Haken ist auch nicht schlecht, da kann man natürlich auch viel machen damit. Ist natürlich auch nicht auf jeder Map hilfreich, aber der ist auf jeden Fall für den Modus sehr hilfreich. Da kann man auf jeden Fall viel damit machen. Und es sieht gerade ziemlich gut aus, 4 zu 1, aber das kann sich manchmal so schnell wieder verändern. Also ich hatte schon Matches, da haben wir eigentlich so gut wie gewonnen. Und dann hat sich's doch nochmal gedreht und das passiert sehr oft. Kommt natürlich immer darauf an, wie gut das Team spielt und die Gegner natürlich. Die Leute müssen natürlich jetzt auch die Map erstmal kennenlernen und müssen die lernen und schauen, dass sie sich darauf einstellen. Das ist natürlich auch klar. Ja, jetzt bin ich leider ein bisschen in einer Scheißsituation, denn der andere ist da hinten und da kommt jetzt auch einer.
Und das Problem ist halt, man muss halt gucken, wenn man jetzt keine Freunde hat, mit denen man spielen kann, dann muss man sich eben selber schauen, dass man alles im Blick hat, was natürlich ziemlich schwer ist, weil von da können welche kommen und dann kommt hinten noch mal einer. Also, das ist schon ziemlich heftig manchmal. Wenn man das natürlich mit Freunden spielt, dann ist das Ganze natürlich noch mal eine andere Sache, denn da kann man natürlich sich absprechen und kann sagen, okay, du guckst hier, du guckst da und da macht der Modus noch mal um eine ganze Ecke mehr Spaß. Aber Lifefire ist auf jeden Fall eine coole neue Art, Titanfall zu spielen. Schnell und also sehr schnelle Action. Und die Maps sind auch sehr gut gebaut für den Modus. Es gibt da wirklich viel Abwechslung. Also die Map ist ja jetzt hier, wo man nur zwei Wege links und rechts hat. Dann gibt es so eine Gras-Map, die habe ich ja schon mal gezeigt. Und dann noch viele andere Maps auf jeden Fall. Und die machen einfach Spaß. Also am Anfang hatte ich nicht so Spaß an dem Modus, weil es natürlich dann die Leute komisch gespielt haben, den Modus noch nicht so gekannt haben und dann wollen die Leute halt irgendwie nicht richtig spielen, bleiben dann hinten und laufen nicht nach vorne und so und der Modus wird dann sehr langsam, weil die Gegner halt warten und dann irgendwann hat sich's dann so entwickelt, dass es eigentlich richtig Spaß macht und dann kann man den für zwischendurch auf jeden Fall mal spielen. Und ja, jetzt wird's halt doch irgendwie heftig. Vor allem wir haben jetzt jemanden, der hat jetzt die Runde verlassen und das ist natürlich nicht so toll. Wir können jetzt immer noch die Runde gewinnen, wir müssen nur noch einmal gewinnen. Aber unser Team hat leider jemand die Runde verlassen und das ist natürlich nicht so toll. So, die letzte Chance ist jetzt für mich, die Flagge zu nehmen, aber dadurch habe ich mich natürlich in eine heftige Situation gebracht. Denn ich habe mir gedacht, okay, alles oder nichts jetzt, ich nehme jetzt die Flagge. Holy shit, das war so knapp. Der hätte mich beinahe erwischt. Kartenheck ist schon an, da kommt der nächste. Oh Gott, das wird so knapp. Bitte tötet einen. Alter, wenn ich die Flagge verliere, dann wird es richtig heftig. Okay, wir sind 3 gegen 1, das sollten wir eigentlich schaffen. Ja, wir haben es geschafft. Nice, ey. Ja, das, wie gesagt, das ist halt immer so, das, ja, mache ich es oder mache ich es nicht, weil wer die Flagge nimmt, wird markiert. Und sobald ihr die Flagge habt, seid ihr halt wirklich so der rote Fleck auf der Map. Und seid dann richtig, von allen Leuten werdet ihr dann meistens angegriffen. Und ja. Wir haben zwar jemanden gehabt, der verlassen hat, aber wir haben trotzdem gewonnen. Und ja, die Map macht wirklich Riesenspaß. Ist auf jeden Fall eine coole andere Art von Map für Livefire, wo man wirklich ganz anders spielen muss, wegen den zwei Wegen, die man vorgehen muss. Und da kann man nicht einfach mal so durchlaufen, denn man ist eigentlich schon ausgeliefert, weil auf der einen Seite steht der Bus, auf der anderen Seite ist halt nur ein Auto zum Verstecken. Und macht auf jeden Fall Riesenspaß. Und ich komme dann damit auch zum Ende vom Video. Ich hoffe wie immer, dass es euch Spaß gemacht hat. Lasst mir ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Monster.